Corki ist seit ein, zwei Patches wieder absolut Nüsse. Absolut Nüsse! Deswegen schauen wir uns heute einem Challenger-Elo-Spieler mal an, der eben diesen Crit-ADC-Midlaner rockt und solche KDAs in Challenger-Elo hat. Was ist denn da los? Wer wird denn hier so gelane-gabbt? Die Antwort lautet, warte mal, ist der jetzt Mid oder ADC? Es ist, glaube ich, Midlane. Ich glaube, es ist Midlane. Man kann ihn aber auch Botlane spielen, nur zur Info. Hier sind die Runen, könnt ihr so wieder nachbauen. Und ich würde sagen, wir jumpen rein. Wird ein bisschen ein längeres Game. Dann machen wir auf jeden Fall auf plus 2 Geschwindigkeit. Und ja, also Corki ist vom Prinzip her nicht schwer. Es ist ein Glass Cannon Champion. Ja, kennt ihr vielleicht den Begriff aus anderen Games? Ihr habt extrem viel Damage, aber seid auch sehr verwundbar. Ja, das ist so die Kernessenz vom neuen Crit Corki. Ich finde ihn trotzdem ganz lustig, weil es gab eine lange Zeit, als Corki so komische AP-Dinger gegangen ist, da hat ihn eigentlich kaum jemand noch gespielt. Und seitdem die diese Crit-Scalings verbessert haben... Ah, es ist doch Botlane. Ich war mir nicht sicher. Ja, es ist doch Botlane. Ja, wie bereits gesagt, kann man mit und Bot spielen. Das ist relativ... dasselbe eigentlich. Beziehungsweise... Midlane, also wenn ihr nicht so gerne mit einem Support spielt, dieses 2 gegen 2 spielt ihr halt Corki Midlane. Es hat beides Vor- und Nachteile. Midlane hat wahrscheinlich einige härtere Counter-Matchups als Botlane. Was ist denn das für ein komischer Late-Invade? Oh, ich hasse solche Invades, ne? Aber Xin Zhao wurde nicht überrascht von diesem dummen Late-Game. Late-Invade. So, nicht wundern, das Early Game wird wahrscheinlich ein bisschen sicher. Corki ist auch kein guter Early Game Champion. Ihr braucht wirklich erstmal diese Crit-Items, um dann viel zu viel Damage irgendwann zu machen. Junge, was passiert da? Was ist das für ein komisches Level? Yo, natürlich, Alter. Wow, 4 zu 2 Kills, okay. Alles klar. So, wir können uns gerne auch nochmal die Fähigkeiten von Corki genau anschauen, weil hier im Early Game sowieso nichts passieren wird, was der Zeitstrahl schon sagt. Hextech Munition. Corkis Attacken und Spellblades machen Bonus True Damage. Ich möchte sagen, das hatten die verändert. Ich müsste meine andere Corki-Aufnahme nochmal anschauen. Ich möchte sagen, die Passive war mal anders. Die sieht irgendwie neu aus. Die ganzen Fähigkeiten sehen generell neu aus. Die haben ja auch so neue Icons gemacht, fällt mir genau. Spellblades. Ist Spellblades nicht von von Trinity, dieser eine Bonuseffekt? Was soll denn so ein Spellblade sein? Ja, stimmt, das hat man dann nur mit dem einen Item. Das ist ja ein bisschen speziell, aber gut. Genau, ihr macht dann Bonus True Damage und das ist gerade durch die Crits dann so crazy geworden. Oh, wir haben hier schon das erste Lethality-Item. Serrated Dirk. Das Lieblings-Item der 50-jährigen deutschen League of Legends-Spieler, weil es so heißt wie sie einfach. Nice. So, E-Gatling-Gun ist immer noch dieselbe wie früher. Macht physischen Schaden und Shredded Armor und Magic Resistance. Also je länger ihr damit Leute trefft, desto mehr Damage macht ihr dann im Verlauf, weil ihr halt Armor und Magic Resistance von denen reduziert. Genau. W. Valkyrie. Corki fliegt über einen kleinen Bereich, das ist aber wirklich nicht so groß, und macht Burning Magic Damage. Das ist wichtiger, wenn ihr die Passive mit dem Package habt, weil gibt es das überhaupt noch? Oder haben die das mit dem Package entfernt? Haben die das Package von Corki entfernt? Weil du, das gab, also die längste Zeit über hattest du ja so ein Paket mit Corki, wo du dann das Upgraded W hattest. Das kann sein, dass es das gar nicht mehr gibt. Also steht zumindest nirgends in den Fähigkeiten. Da müssen wir mal gucken. Es kann auch sein, dass das erst ab Ulti aus irgendeinem Grund kommt. Muss ich mal schauen. So, und er maxt eh, das ist für das Trading auf der Lane natürlich auch stark, mit dem, erstmal mit dem Damage und halt auch mit dem Armor und MR Shred. Genau, Q ist auch ganz interessant. Da shootet ihr so eine kleine Skillshot. Und der gibt euch Sicht auf alle Champions, die jetzt zum Beispiel in einem Busch versteckt sind oder so. Yo, die Trades mit Nami sind einfach insane. Und die Ultimate, da shootet er auch Skillshots und dann kommt immer so eine größere, die dann noch mehr Damage macht. Das scaled aber jetzt nur noch mit AD Damage. Genau, und warte mal kurz, Basic Attacks. Und wenn ihr dann auch noch normale Auto-Attacks gegen Champions macht, wird die Ultimate Cooldown auch nochmal reduziert. Ah, das gab also tatsächlich so einen Corki Mini-Rework, ist mir gar nicht aufgefallen. Also das Package scheint es nicht mehr zu geben.
Und die erst Geld jetzt mit AD. Das ist interessant. Also die haben jetzt quasi Midlane Corki entfernt. Also was heißt entfernt? AP, sagen wir mal besser AP Corki entfernt. Und jetzt spielt man AD Corki. Das war so früher schon so, wo man eher so Crit-Items gemacht hat. Also im Endeffekt haben sie ihn so wie früher gemacht. Mit so ein bisschen neuen flashy Fähigkeiten. Icons und so. Ja, die komische Corki-AP-Zeit war auch sehr strange. Ja, Package gibt's nicht mehr. Ist ja wild. Es wurde auch eh immer nur zum Inten im Pro-Play genommen. Aber bleibt ein bisschen dran, Leute. Ihr habt die hohe KDA von ihm gesehen. Der Anfang ist ein bisschen schwach. Ja. Es wird noch besser. Es wird noch besser. Trust, Trust. Da kommt eine TF-Ulti reingeknallt und die FPS droppen mal wieder like crazy. Yo, hallo FPS-Drops. Was ist da denn los? Er hat sich wieder ein bisschen normalisieren. Yo, Blitzcrank trappt den einfach so über. Guck mal, die Blitzcrank-Falle einfach. Lelikopter. Lol, es hat nicht mal funktioniert. Oh. Damn. Das war die beste Blitzcrank-Trap und sie hat exakt gar nichts gebracht. Exakt nothing. Tja, also dafür, dass er so eine crazy KDA hat, ist der Anfang relativ langsam. Aber was wir auch schon beim Aphelios Guide gesehen haben, dem legendären Aphelios Guide unbedingt anschauen. Man geht zurzeit Collector first. Ich muss mir das mal kurz anschauen, weil Collector bist du vorher nie first gegangen. Warum geht man denn das heutzutage first? Haben die irgendwas geändert? Execute ist dasselbe. Champion Kills geben extra Gold. Es hat aber nur gute Stats, das Item. Ihr kriegt relativ viel für einen fairen Preis. Deswegen ist Collector ein gutes First-Item zu sein. Der kommt da nicht raus, schade. Ja, Crit Corki, die KDA, es wird noch besser, Leute. Es ist wirklich kein Early Game Build. Also gegen schlechte Botlanes könnt ihr Early Game auch schon gute Trades machen, aber wird meistens nicht so passieren. Wird meistens nicht so passieren. Ansonsten die Synergie mit eurem Support ist natürlich auch ganz wichtig. Nami hat den Vorteil, durch die ganzen Heilungen könnt ihr auch so eine nervige Laning Phase besser überstehen. Aber ihr könnt auch einen Engage Support wie Leona, Rell, Blitzcrank oder so nehmen. Das ist auch richtig nice. Ja. Ansonsten ist in der Early Game Phase noch nicht so viel passieren. Aber das ist auch wichtig zu verstehen. Viele Leute denken so, die ersten 15 Minuten sind das Wichtigste vom Spiel. Also die Action passiert meistens erst später im Game. Die Action passiert meistens erst später, also da war jetzt nicht so viel los hier. Challenger Recall am Rocken. Die haben tatsächlich das Package entfernt von Corki. Habe ich in den Patch Notes gar nicht mitbekommen. Also die haben den quasi wieder zum alten Corki gemacht. Früher bist du auch mal diesen Crit-Build einfach gegangen. Mit so ein paar neuen Items halt. Yo, mit der Ulti weggeshootet war offscreen, konnte man gar nicht sehen. Yo, Xin Zhao schleicht sich an und als ob er da noch Annie kriegt, Alter, crazy. Die trappen die hier immer so komisch. Die verstecken sich immer in diesen Büschen, wie Hide on Bush, Faker, Solo-Q-Name einfach. Die Bush-Traps sind real. Die Bush-Tra- die, die gefürchteten Bush-Fallen in der Challenger-Elo. Bei jeder Challenger-Elo-Expedition unbedingt darauf achten. Tja, Crit Corki. Der Damage ist auf jeden Fall crazy. Rammus Daumen hoch, Emote, ein Klassiker. Ein Klassiker in der Emote-Welt. Ja, es ist halt ein bisschen sehr viel hin und her. Die holen immer einen Kill, geben dann aber auch einen Kill ab. Weiß ja nicht so richtig.
Farm ist jetzt auch nicht so hoch. Ich habe ja oft den Farm pro Minute betont in meinen Guides. Ah, dieses Mal sind wir jetzt nicht so. Das könnt ihr auch schaffen. 120 nach 18 Minuten könnt ihr auch schaffen. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber immer darauf achten, möglichst viele Last Hits sich zu gönnen. Oh, Annie. Xinjiao's Ultimate blockt Skillshots für eine kleine Zeit, aber in dem Fall hat es nichts gebracht. Oder genau genommen blockt es Projektile für eine kleine Zeit, wenn man es genau nimmt. Und er gönnt sich Raptoren. Nice. Kein Corgi-Skin. Es gibt viele Corgi-Skins, die man wählen kann. Corgi wäre als positives Beispiel zu nennen. Corgi, was gibt's noch so? Dann gibt es ziemlich viele alte Corgi-Skins, die alle ein bisschen komisch sind, auch teilweise. Hm. Yo, Annie, was war das denn? Was war da denn schon wieder los? So, wir haben jetzt Infinity Edge, Collector, Lord Dominix und diese Movement-Schuhe gehen viele zurzeit. Die scheinen ziemlich gut zu sein. Also die reduzieren Slow-Effekte halt. Aber die sind auch sehr kosteneffizient. Wir hatten, glaube ich, genau denselben Item-Bild wie bei Ephelios. Oh Mann, der war so out of position, ne? Der war komplett außer Position. Aber diese Annie ist sauer. Ähnlich wie bei Attack on Titan. Das wird ein Trade Drake für Baron. Oder? Ja, der wird die ganze Zeit von diesen Varus-Ultimates getroffen, irgendwie. Also, ich muss schon sagen, für Challenger-Elo sieht das irgendwie ein bisschen amateurhaft aus, oder? Ich finde schon. Die machen einfach so viele Fehler. Ich meine, im Endeffekt geht es nur darum, zu gewinnen. Logischerweise. Aber auf dem Weg dahin, sind einige Fehler passiert. Aber to be fair, League ist kein KDA-Game, das verstehen viele nicht. Dann könnt ihr mal Carmine Corp Upset fragen. League ist kein KDA-Game. Ja. Es geht nur darum, die LP zu kriegen am Ende, den Nexus zu zerstören. Das kann man auch mit 0,20, wenn man Yorick oder so spielt. Kann man tatsächlich machen. Jo, wie gewinnen die das Game denn noch? Die sind ja voll in die Ecke gedrängt hier schon. Ach so, Twisted Fate macht hier wieder Arbeit. VTho, der Pro-Player, Alter. Und jetzt TP't ihr auch noch dahin? Jo! Twisted Fate Difference, Midlane Gap. Was ne Midlane Diff? Der hat den Inhib zerstört und TP't dann mit der Ulti dahin. Alter. That's the Midlane Impact that I'm looking for. Oh, Sejuani. 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 Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Jo, als ob die das Game noch gewinnen. Schon zum zweiten Mal komplett in die Ecke gedrängt. Zwei Inhibs down, good luck. Ich bin echt gespannt, wie die hier noch den Win holen. War das das Elder Drake? Oh ja, Elder Drake. Nee. Nee, nee, es ist erst der Drake um Soul. Das wäre natürlich krass, wenn du mit Crit Corki Infernal Soul kriegst. Yo, was für ein wildes Game. Was ist das für ein komischer TP von Vithio? Der hat ja gar keinen Sinn ergeben. Oder? Jetzt kommt die TF-Ulti. Ist er in die Base-TP? Hä, wo ist der Hinti-Beat? Achso, da an der Seite. Yo, die TF-Flank-Ulti hat ein unwinnable Game gewonnen. Ich würde hier auch Midlane gehen, what the frick? Ja, wobei, ne, schaffen sie nicht. Oder? Alter, dieser Twisted Fate hat dieses Game so hart gecarried. Free Baron. Er hat kein Mana mehr. Wir haben jetzt noch Rapid Fire Cannon als fünftes Item und als sechstes haben wir Maw. Maw ist gut gegen AP Damage, also in dem Fall Annie und Syndra. Mal gucken, ob das Maw-Schild den Unterschied machen wird. Ich wette, Vithio macht wieder so eine crazy Flank-Ulti und dadurch gewinnen die. Sejuani? Oh, meine Teamfight ist unübersichtlich. Corki ist sicher? Ja, die haben gewonnen. Das war dann eine nice Sejuani-Ulti, aber das ist manchmal risky, so im Late Game zu sagen, man engaged. Da kannst du wie der Hero aussehen, aber du kannst wie der größte Idiot aussehen. Naja, nice das Game. Ich hoffe, euch hat der Corki Season 14 Guide gefallen. Crit Corki. Auf jeden Fall besser als der Corki davor, wie ich finde. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.